gutes Ende für einen Tag. Und mit dem können wir auch noch quasseln. Machen wir mal. Kühnen oder so. Endlich mit deinen Gedanken allein? Eivor. Vielleicht. Jeder Augenblick ist süßer, wenn du der Erntekönig bist. All diese Fülle. Bald bin ich ein Teil von ihr. Doch iss, trink. Genieße, was Gloakes das reiche Wälder zu bieten haben. Alles klar. Muss ich dich kennen? Ich dachte, die Kirche verurteilt diese Festlichkeit. Ich bin nicht die Kirche. Ich bin Quillen. Ich fand erst vor 3 Jahren zu Gott. Was hast du vorher gemacht? Warum bist du Mönch geworden? Was hältst du von Gloakes? Was hast du vorher gemacht? Du siehst aus wie ein Mann mit Vergangenheit. Was warst du, bevor du Mönch wurdest? Ich? Ein Getreidebauer. Glaube ich dir nicht. Musste ein paar Mal zum Schwert greifen, um meine Ernte zu schützen. Warum bist du Mönch geworden? Was hat dich zu Gott geführt? Man muss einfach was ändern, wenn man das 3. Mal ohne Hose in der Gülle aufwacht, ohne zu wissen, wie man da hinkam. Und was hältst du von Gloakester? Gefällt dir Gloakester? Ja, es ist schön hier. Schade, dass sie ihren Aldermann verlieren. Warum eigentlich? Muss der schon wieder abdanken? Dann ist die Festlichkeiten, Willem. Ja, ich werde was trinken. Tu das. Waren das alle, mit denen ich reden kann? Offenbar ja. Eivor, da bist du ja. Tudor? Sei gegrüßt. Der gute Gwillem hat meine Ehre in einem Trinkwettbewerb herausgefordert. Mach mit! Der Junge ist leichte Beute. Na dann mal los. Gib mir einen Becher. Dann her mit dem Ale. Für mich auch eins. Gwillem, der Kriegermönch. Nun können wir unsere Willenskraft beim Trinken messen. Ale macht selbst die schärfsten Klingen stumpf, Eivor. Auf heilige Feuer und feuchte Augen. Im besten Rausch lässt man sich treiben. Auf Wogen der Weisheit. Skål! Leider hat mir das Spiel schon oft genug gezeigt, dass es nicht immer, dass es nicht lange so friedlich bleibt. Ach so, Trinkwettbewerb. Oh, es sind schon wieder so viele. Weiter so. Die Ehre Gloakester steht auf dem Spiel. Ich überlasse mein Land niemandem, der am Ale leckt wie ein Kätzchen. Widerlich. Na komm, der Anführer Gloakester sollte mehr Mehl vertragen als das. Allerdings. Ich hab schon Säuglinge schneller Ale trinken sehen. Trink, Mann, trink! Schönen Vorsprung ausbauen. Damit es nicht allzu schlimm ist, falls mir doch mal ein Fehler passiert. Komm schon, Junge. Zeig dem Dänen dein Feuer. Yes! Letztes Horn. Tata! Gut gemacht, Judah. Eine Wohltat für meine Seele. Hier, ich gebe noch einen aus. Auf neue und alte. Ich muss selber was trinken. Von allen Aldermännern, die ich traf, scheinst du mir der Sorgloseste. Was ist dein Geheimnis? Er macht sich nicht so viele Sorgen. Es gibt keins. Es ist wohl bekannt. Die Last, die ich trage, wird bald die Welt mit mir verlassen. Trink also. Auf mein Leben und meinen Tod. Achso, du wirst sterben? Ich werde als König der Ernte im Weidenmann geopfert. Was? So wie Aldermann Simkin vor mir und alle vor ihm. Was?
Ein schrecklicher, barbarischer Brauch. Ein Brandopfer nach einem schlechten Jahr. Sie hoffen, satte Götter sind gnädiger. Das ist doch ein Scheißbrauch. Großzügig, Verschwendung. Deine Leute sind dir treu ergeben, Kenan. Es scheint eine Verschwendung, dein Leben wegzuwerfen. Würde ich meine Pflichten vernachlässigen, wären sie mir nicht mehr so ergeben. Ich werde ruhmreich in den Flammen sterben, statt lebend meine Heimat zu ersticken. Wirklich. Trinken wir also auf Alderman Kenan. Voll Freude und Großzügigkeit soll ihm jeder begegnen, bis ihn der Tod ereilt. Ach, bitte nicht. Muss ich wirklich das noch unterstützen, dass die sich abfackeln? Meine Freunde, ihr seid zu gütig. Ich will auf meinen Nachfolger trinken, Tudor. Möge er die Hörner erhobenen Hauptes tragen. Das gefällt mir nicht. Lasch! Was ist das? Wasser? Ich fühle mich wie Thor, der Meere leer säuft. Keine Wirkung auf Kopf oder Beine. Ihr habt den Mann gehört. Gebt ihm etwas Stärkeres. Dies wird schneller wirken als jedes Gebräu. Gut. Ich will Bilder aller Wesen sehen, die in diesen Hügeln hausen und morgen mit Kopfschmerzen dafür zahlen. So was will man also? Ach, das schmeckt schrecklich. Fühlt sich aber gut an. Eivor, sei ehrlich. Ohne Rücksicht auf mich. Ich war ein Arsch. Das stimmt. Leugne es nicht. Und das tut mir leid. Wie der Arsch eines riesigen Pferdes. Sanfte Worte von einem herzlosen Heiden. Nur unter schlechten Freunden brenne ich ungezähmt. Ich kann auch so nett wie eine Frühlingsbrise sein. Und wie nett wäre das? Das ist jetzt hoffentlich keine Anmache. Nein, ich mach das jetzt nicht. Du taugst nicht für so etwas. Wir können Freunde sein. Ich bin mal böse. Nett genug, um dir zu sagen, dass du nicht zum Aldermann taugst. Vielleicht hast du recht. Ich wollte Kardinal werden. Doch die, die mich aufzogen, sagten, ich würde Gott besser als Aldermann dienen. Du hörst nur dir, nicht ihnen. Die einzigen, denen du dienen solltest, sind deine Leute. Tudor, unsere Stämme verbinden sich durch die Hochzeit von Gunnar und Brigid. Aber wir könnten uns auch durch einen Schwur binden. Oh ja, mein erstes Bündnis als Aldermann. Ich nehme an, leisten wir einen Schwur. Wie beginnen wir? Weiß ich doch nicht. Ja, der Beste. Der beste Vertrag und das beste Bündnis. Auf den Vertrag. Auf den Vertrag. Den besten. Die Leute schlafen. Eivor ist komplett besoffen. Um unsere Freundschaft zu besiegen? Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl gerade. Pass auf die schwarze Sau auf. Sau? Ein Schwein? Ein brennendes Schwein, das dich nachts nach Hause jagt. Albernheiten, um Kindern Angst zu machen. Für dich ist Zauberei nur Stoff für Kinderträume. Vielleicht urteile ich zu viel über Wahrheiten, die ich nur halb glaube. Scheiße. Manchmal geht meine Zunge mit mir durch. Sind ja komplett durch. Große Schwärze jagt Sterne über den Himmel. Oh Gott. Wirbel aus Farbe und Licht. Wusch. Oh Gott, was war da in dem Gebräu drinne? Hier.
Genau hier rein. Ich will da nicht rein. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Judah! 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 Wo bist du? Wolltest doch in das Haus rein. Oh je, oh je, oh je. Was zum... Hey, jetzt sind die Hühner sauer. Na, Ava, du bist schon oft genug selber umgekippt. Sag ich ja. Was ist gestern Nacht passiert? Nichts Gutes. Oh oh. Und die Wirkung des Gebräus hält noch an. Irgendwer ist jetzt tot? Ja, bist du hier? Irgendjemand ist jetzt tot und wir sind schuld. Judas Leibwächter. Messer getötet. Ich werde albern. Das war eine ziemliche Überraschung, da ich mein weiteres Leben eigentlich unseren Herrn Jesus Christus widmen wollte. Die Väter sagten, dass obgleich mein Herz am geistlichen Gewand hier in Winkel umhängt, der Herr mich andauernd braucht. Ketzerei, Teufelsanbetung und Genusssucht breiten sich in Gloucester aus wie eine Heuschreckenblase. Ich werde ihr neue Hirte sein und sie vom Joch des Teufels befreien und das gute Volk wieder an seine Seite zu leiten. Ich hoffe nur, dass meine Schafe auch willens sein werden. Warum habe ich jetzt 4 Fertigkeitspunkte bekommen? What the hell? Ach, wow. Da unten ist was dazugekommen. Ach, das habe ich auch noch gar nicht. Sonst nix. Ach, das sind keine Beherrschungspunkte. Ja, ist klar. Ja, schön, aber wo sind denn hier sonst noch Fertigkeiten, die ich nicht habe? Es leuchtet doch alles. Da ist noch was. Die Vase wurde zerbrochen und ist voller Blut. Hat man sie als Waffe benutzt? Warum nicht? Kann ich dich angucken? Ja. Blut. Könnte Judas sein, wenn er derjenige war, der hier langgezogen wurde. Da draußen geht irgendwas vor sich. Schlammige Fußspuren. Jemand hat sich hier versteckt. Was geht hier vor? Öffne die Tür! Komm sofort raus!
Warum kann ich mir das da dann nicht angucken? Willems Beutel. Ich frage mich, ob noch was von seinem stärkeren Zeug übrig ist. Aber warum ist er hier? Ich nehme ihn besser mit. Gut. Was bedeutet das also? Die Mörder versteckten sich hier und lauerten, während wir uns draußen näherten. Sie sprangen aus dem Schatten, um die Leiche zu töten und Judah zu überwältigen. Dann zogen sie ihn fort. Was war mit dir? Willems Kräuterbeutel. Willems Zeug macht mir immer noch zu schaffen. Vielleicht weiß Mutter Modron, woraus es besteht. Das wird jetzt lustig, wenn ich rausgehe. Da ist er! Was soll das bedeuten? Blut tränkt unseren Boden und deine Waffe ist auch voll davon. Was denn? Cannon, bitte. Hier ging mehr vor sich, als du siehst. Gewähre mir das Recht, meine Unschuld zu erklären. Ich hätte Tudors Bedenken, ob heidnischer Gäste Gehör schenken sollen. Und nun hat er mit seinem Leben bezahlt. Ohne Tudor hat Gloucester keinen Aldermann. Auge um Auge. Dein Rabenclan verliert seinen Anführer. Eigentlich ist Sigurd der Anführer. Ergreift den Mörder! Die Erde wird es unschön. Kann ich nicht meditieren, damit es mir besser geht? Schönen, leite mich. Okay, da drüben. Schreckliche Sache. Armer Junge. Ich kam gleich, als ich es hörte. Judah ist verschwunden. Meine Hände sind voll mit dem Blut des neuen Königs. Ich sollte besser nicht auffallen. Stimmt, was man sagt. Alle seelenlose Meuchelmörder. Gar nicht wahr. Kann ich bitte mit ihr sprechen? Geht doch. Sei gegrüßt. Mutter, der Freund von dem mit dem zerhackten Bein. Wer bin ich? So ist es. Ich bin überrascht, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Plötzlich habe ich die Maske wieder. Ich habe es versaut. Was ist in diesem Beutel? Erkennst du den Inhalt dieses Beutels? Das ist recht ungewöhnlich. Es gibt einen Druiden, der dies als Einschlafhilfe mischt. Ein Mönch namens Gwilym schüttete gestern davon etwas in meinen Trunk. Die Wirkung war mächtig. Durchsucht die Häuser! Er kann nicht weit sein! Verfluchte Christussöhne, was wollen sie jetzt? Sie machen es uns unmöglich, hier zu leben. Mutter! Wenn der Fremde mehr von den Kräutern will, kann er doch mit dem Druiden Harwin sprechen. Ja, Harwins Hütte ist an einem See, wo sich der Fluss Cherwell und die große Use treffen. Aber er ist ein komischer Kauz. Typisch Druide halt. Er spricht nur selten mit Sterblichen. Ihm sind Geister lieber. Nun, ich habe etwas in Rolandry zu erledigen. Suche mich später dort auf. Alles klar. Das macht mich halt jetzt kirre. Hier ist nichts mehr.
kam mit dem Update ein neuer Bug dazu oder was? Ja, genau, der Vater ist der Geist des Waldes. Nimue, ja. Ja, okay. Jetzt wollte ich eigentlich ja auf die Welt, bitte. Da hoch muss ich. Karte des Druckten. Ja gut, da ist halt nichts. Ich gehe hier hoch. Da bin ich wenigstens schon mal aus dem... Bin ich schon mal aus dem Misstrauensgebiet raus. Kann ich eigentlich wieder meinen alten Umhang anziehen? Das ist der, okay. Ich will eigentlich diese Maske nicht mehr tragen. Raus. Ja, ja, ist gut. Knurr nicht so. Was ist jetzt eigentlich mit Gunnar? Nee, ich reite mal geradeaus weiter. Was ist denn da zu fokussieren, bitte? Bogen machen. Das muss das Haus des Droiden sein. Was heißt hier Haus? Ach, das da oben. Diese Lande sind von Strohmännern bevölkert.